les épreuves dans la somme. Ich könnte ja die ganze Zeit gucken, gell? Dieser innige Kuss von diesen Königskindern, das ist der Wahnsinn, gell? Ist der Wahnsinn. Ich könnte es quasi loopen. Da fällt mir ein, wann habe ich denn das letzte Mal einen Kuss gehabt? Also so einen richtigen Kuss, ja, so mit Zunge, da wo so Körperflüssigkeiten und bei einem Kuss werden, glaube ich, so über 38 Millionen Viren und Bakterien ausgetauscht. Also nicht so einen Kuss, den man seiner Freundin oder seiner Frau gibt, nachdem man ihr kurz die Kreditkarte rübergereicht hat für den Nachmittag bei Prada. Ja, ich weiß, ich bin manchmal schon ganz schön widerlich. Aber da kann ich auch nichts dafür, weil der liebe Gott hat mich so gemacht. Oder glaubt ihr, dass ich gesprungen bin wie ein Gummiball, als der liebe Gott die perversen Geschichten vergeben hat? Ja? So, Freunde, hier, jetzt mal. Hier, ich habe hier noch eine perverse Drecksau. Da hieß nicht, wer will die haben, sondern da hieß es, Glück, das nimmst du, weil die guten Sachen, die kommen erst morgen wieder rein. Ja, und das Ganze ist natürlich auch eine Erziehungsfrage, ja. Den Rest hat mir dann mein Vater beigebracht. Ja, das war ja klar. Natürlich, eine ganz normale, klassische Ehe hat er geführt. Also, er hat bestimmt, er hat erzogen und meine Mutter hat eben in dieser klassischen Ehe, ich sag mal, das Maul halten müssen. Also meine Mutter, die hat ihr Mund nur aufmachen dürfen beim Einkaufen. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel geben sollte an so einen bedeutenden Satz von meiner Mutter, da fällt mir spontan ein, ich krieg 150 Gramm Leona geschnitten. Oder grandios war auch der Satz von ihr, wie hieß denn der, ist die Milch frisch? Ja, und gleichzeitig, weil ich dann eben so bin, wie mich der liebe Gott gemacht hat, und mein Vater hat der mich dann wiederum auch regelmäßig als Revoluzzer und roter Socken, also grüner Hund und roter Socken beschimpft. Ja, und das in einem Atemzug, ja. Grüner Socken und roter Hund. Das geht ja gar nicht. Aber das war meinem Alten egal. Ja, und da wundert man sich dann, dass ich so Filme mache, wo ich mit dem Auto durch die Gegend fahre und nicht aufnehme. Und meine Madame dann in der Tiefgarage angesprochen wird und gefragt wird, Sie, wissen Sie eigentlich, was der Herr Glück da im Internet macht? Wo die dann gesagt hat, nö, schaue ich mir nicht an, aber mit dem Herrn Glück könntest du doch selber reden. Ja, und dann wollte er noch wissen, ob die meine Freundin ist und ob ich krank bin und so ein Scheiß. Ja. Wollten die alles wissen, du hier in Büsenau. Junger Vater, du, gell? So, ja, was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe ja da heute Morgen schon in so einem komischen Film von mir im Internet erzählt und die Frage gestellt, ob die Katholiken wirklich alles falsche, verlogene Hunde sind. Ja, das habe ich mir ja auch nicht ausgedacht. Das hat mir ja, also diesmal nicht der liebe Gott beigebracht, sondern mein Vater. Er hat immer gesagt, die Katholiken, das seien alles falsche, verlogene Hunde. Das weiß ich jetzt natürlich, ob der da recht hat. Ja. Der hat mir noch ganz andere Sachen erzählt. Ja, wie zum Beispiel, dass er bei der Hitlerjugend war und so. Ja, Fähnleinführer war er. Kamen die Stukas erst mit seinen Kumpels, da ja, mit seinen Brauen gelaufen, ja. Und dann kam da ein Fliegerangriff, dann sind die in den Graben reingesprungen. Die armen Kinder, ja. Oder in Leichingen an der Bushaltestelle waren mal die Amerikaner und haben so ein ganzes Kaba, so ein Fass voller Kaba gehabt. Ja, und dann ist er als armer Junge, als armer Hitlerbub mit seinem Becherle, mit seinem leeren Becherle dahin und wollten Kaba, weil man hat ja nichts gehabt damals. Und dann haben diese bösen Amerikaner das ganze Fass mit Kaba umgetreten, gell? Und dann hat das arme Hitlerbüble
kein Kaba kriegt. Die Geschichte habe ich, glaube ich, 132 Mal gehört. Die war aber immer wieder gut. Komm, Papa, erzähl doch noch mal die Geschichte mit dem Hitlerbub und dem Kaba-Fass. Und ob die Geschichte wirklich stimmt, ob mir mein Alter mal, kurz bevor ich nachmittags in die Schule musste, den Teller warme Rüben über dem Haupte ergossen hat, das erzähle ich euch in einem anderen komischen Film von mir im Internet. Ja, und da hätte ich doch noch fast die wichtigste Meldung des heutigen Sonntags vergessen. Die Andrea Kiewel hier im ZDF-Fernsehgarten, die hat heute gesagt, ach übrigens, die ganzen Rezepte von Johannes Laver, die könne man auch nachkochen. Bis nächste Woche, Freunde, ihr Facebook-Hackfressen.